Wir singen tiefgründige geistliche Lieder, die Verstand und Herz ansprechen und den Geist der Gläubigen zu Gott erheben. Dabei hüten wir uns vor jeder Form einseitig seelisch oder körperlich stimulierender Musik. Es gibt auch sehr seelische Musik, die auch den Verstand aushaltet, was nicht sein darf. Oder auch dadurch diese körperliche Musik, zum Beispiel Rock- und Popmusik, charismatische Chorusse und Ähnliches. Wir bevorzugen deshalb in unseren Versammlungen natürliche Instrumente ohne elektronische Verstärkung. Keyboard ist bei uns auch möglich, aber wir schalten nicht den Schlagrhythmus ein, nur als Hinweis. Und wir dulden weder moderne Bands noch Schlagzeug. Ja, das haben wir ausdrücklich in der Gemeindeordnung festgeschrieben, auch für die nächsten Generationen.